Mit 11 Jahren verlor Frau Christensen bei einem Unfall beide Unterarme. Sie besuchte eine Schule für Kunsthandwerk in Kopenhagen. Dann arbeitete sie als Grafikerin in einem Werbebüro. Frau Christensen war verheiratet. Kinder und Enkelkinder bringen viel Sonne und Abwechslung in den Alltag der Künstlerin. Neben Stillleben, Blumen und Landschaften sind es Kinder- und Weihnachtsbilder, die als Karten um die Welt gehen. Starkfarbige, expressive Blumen sprechen von einer vitalen Gestaltungskraft.